Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen zu einem Special Unboxing hier auf meinem Kanal Andis Kinoblog. Ja, ich musste hier nochmal kurz eben die Örtlichkeit wechseln, weil mir das mit den zwei Monitoren im Hintergrund doch nicht gefallen hat. Und wer sich an mein Video von eben erinnert, von der Mann in der eisernen Maske, sah nicht so toll aus. Deswegen habe ich jetzt einfach mal nochmal kurz die Örtlichkeit gewechselt. Und ja, ich möchte euch heute die 30th Anniversary Limited Special Edition Box von Dirty Dancing unboxen bzw. vorstellen. Denn die habe ich mir vor einiger Zeit ausgepackt. Das ist eine auf 1000 Stück limitierte Edition. Und das Ganze mit einer Figur und einem ganz, ganz tollen Mediabook. Ja, ich glaube, der aktuelle Kaufpreis liegt bei 139 Euro. Allerdings durch Gutscheine habe ich diese Edition für um die Sage 80 Euro erhalten. Und mir wäre es auch scheißegal gewesen, was die kostet, denn ich wollte diese Edition haben. Ich hatte bisher Dirty Dancing noch nicht auf Blu-ray. Man hat hier komplett digital remastered und auch eine neue Tonspur hinzugefügt, also eine 7.1 und auch eine 6.1 Tonspur ist auf diesem Mediabook, auf der Disc enthalten. Ja, wie gesagt, großer Fan des Films. Er hat mich in meinem Leben wirklich begleitet und man sieht ihn so auf dem Fernsehen. Bis jetzt habe ich mich immer gescheut, den auf Blu-ray zu kaufen, aber irgendwie kam jetzt diese Edition der Editionen und habe mir den gekauft. Ja, enthalten. Diese wunderbare Figur, aus welchem Material die jetzt ist, weiß ich noch nicht hundertprozentig, müssen wir gleich mal reingucken. Ich persönlich finde, das ist schon sehr, sehr gut designt, auch vom Gesicht her, kann ich aber jetzt noch nicht sagen, wäre mir aber auch egal, denn hier sehen Sie Patrick oder seht ihr Patrick Swayze und Jennifer Grey in der ja atemberüchtigten Hebefigur-Haltung. Ich glaube, der kann auch, ich sag mal, beide eine Maske tragen, da weiß man sofort, um was es hier geht. Ja, das ist die praktisch die Tanzstellung ever von Filmgeschichte, einer der besten Tanzfilme aus den 80ern. So, und dabei ist ein Mediabook mit zwei Discs, einer Blu-ray, einer DVD und diese Figur, die ca. 28 cm hoch ist. Wir haben hier eine auf 1000 Stück limitierte, ja, ich sag mal, Edition 264, darf ich meine schimpfen. Eine DTS HD Mastered Audiospur in 7.1 und eine 6.1 DTS Audiospur und eine 2.0 Stereo DTS bzw. Dolby Digitalspur. Die Blu-ray Disc geht 100 Minuten, die DVD 96 Minuten. So, und wir haben über 3 Stunden Feature Bonusmaterial drauf. 60 Minuten, noch nie dagewesenes Bonus. Tja, dann wollen wir mal schauen. So, ich stelle den Karton einmal auf Seite, denn ich habe eben diese Geschichte schon rausgeholt, weil sonst dauert das zu lange. Und hier unten müssen wir nur einmal kurz schnell, naja, das heißt wieder kurz schnell, aber letztendlich dauert das wieder. Gerade gucken, wo wir denn hier rankommen. Das ist nämlich echt gut verklebt hier. So, aber das hilft ja nichts. Müssen wir ja trotzdem irgendwie öffnen. Das ist, wenn man kein Arbeitsmaterial hat. Ich hole mir mal gerade ein Messer. Ja. So. Wie gut, dass ich hier unten bin. Machen wir einmal hier rum. Und machen dann einmal auf. Das kommt weg. Und bevor ich jetzt das Mediabook raushole, hole ich einmal tolle Figur raus. Boah, ganz schön schwer. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Packen wir die mal aus. Lauter Styroporkugeln. Wow, also wir haben hier einen Guss. Das ist, denke ich mal, Polyresin. Sie ist ziemlich schwer. Special Edition 1. Steht hier unten drunter drauf, Concord Films Dirty Dancing, Nameless, Made by Nameless. Wow, cool. Das wusste ich jetzt nicht. Und ich werde jetzt einmal kurz die Kamera abmachen und einmal um die Statue hier rum. Also sie ist schwer. Ich weiß jetzt nicht wie schwer, aber sie hat Gewicht. Und ich finde das Gesicht für so ein Ding, für so einen Druck, könnt ihr auch von Patrick sehen. Man sieht den leider nicht so richtig, weil das hier vor ist. Ne? Man kann auch von unten nicht so, aber ich muss echt sagen, das ist wirklich cool.
Das ist wirklich, wirklich geil gemacht. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Und dann hier unten natürlich noch den Dirty Dancing Schriftzug. Finde ich sehr, sehr schön gemacht. Also das Ding hat Gewicht, wirklich. Gefällt mir. Richtig geil. Auch so die Kleidung hier mit den Falten. Die Schuhe sind richtig gut gearbeitet. Der Gürtel, der hier raussteht, könnt ihr vielleicht so sehen, ja. Die Schuhe, echt cool. Also für Vitrine und so mit dem Mediabook zusammen finde ich das geil. Tut mir leid, leider geil. So, einmal kurz runtergestellt. Kamerapose geändert. Und jetzt widmen wir uns einfach mal dem Mediabook. So, ja, Concord. So sieht das Mediabook von hinten aus. Ich mache es einmal kurz auf. So. Finde ich sehr schön. Also hier haben sie nicht nur eine Amari reingepackt, eine blöde, sondern direkt mit einem Mediabook oder einem Steelbook. Das ist, sowas ist gut. Sowas muss ich echt sagen, ist richtig gut. Aber wenn das hier Nameless hier die Finger mit drin hatte, kann man auch nichts anderes erwarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist Top-Arbeit. So, den FSK 12 Flatschen kann man hier super leicht lösen. Oder auch nicht. Dachte ich zumindest mal gerade. Ich mache den auf jeden Fall ab. Man kann ihn abmachen. Also das ist jetzt auch kein Akt der Grausamkeit. Es kann sein, ja, der Aufkleber ist ein bisschen stur gerade, weil man muss mal vorsichtig sein. So, dann passiert auch nichts. Der Aufkleber war ein bisschen kalt von der Lieferung. So, schauen wir nochmal hinten. Also, wie ich schon eben sagte, über 3 Stunden Special Features, Drehbuch, bla bla bla, Happy Birthday, Patrick Swayze, Selbstporträt und so weiter. 60 Minuten noch niedergewesenes Bonusmaterial und die ganzen technischen Daten habe ich ja eben schon einmal vorgelesen. So, dann schauen wir mal rein. Was ich schon mal sehr, sehr, also das ist ein total cool designtes Mediabook. Muss ich echt sagen, gefällt mir. So, das ist die Disc, das ist die DVD. Sehr schön. Gefällt mir gut. Dann haben wir das gleiche hier nochmal als Blu-ray. Hätte man vielleicht ein anderes Bild nehmen können, ist aber jetzt nicht tragisch, stört mich auf gar keinen Fall. So, dann haben wir als Hintergrund, das ist das Anwesen der Kellermans, dieses Feriencamp, wo sich das Ganze abspielt. Und natürlich ein kleines Booklet. Schauen wir uns einmal an. Dirty Dancing. In deutscher Schrift, schön dickes Papier, sehr stabil, ordentlich verarbeitet, sehr gut. Ich glaube, ich habe mal ein Interview oder gelesen, dass sich irgendwann die Jennifer Grey wohl ihre Nase operiert hat und danach war ihre Karriere wohl am Arsch. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Titelliste, Time of My Life. So. Hier geht's weiter. Und auch schöne Ausschnitte vom Film. Sehr gut. Finde ich cool. Und da ist diese berühmte Hebefigur, nachdem auch dieses Wunder oder diese Skulptur gemodelt wurde. Ist auf jeden Fall kein 3D-Druck. Das kann ich schon mal sagen. Dafür ist es zu schwer. So. Ja, dann haben wir das hier. Und die letzte Seite natürlich. Ein paar letzte Worte. 19, ja, ein 20-seitiges Booklet. Ja, persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, kann man jetzt sagen, was man will. Mir gefällt diese Edition auf jeden Fall und ich bin da jetzt auch befangen. Ich sage auch für mich ganz persönlich, stimmt hier das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein tolles Mediabook mit einer super geilen Figur und einem tollen Film, restauriert komplett mit neuer Tonspur. Wirklich saugeil und hier noch die Hände von Nameless Media im Spiel. Sage ich ganz klar, klare Kaufentscheidung hier von Andis Kinoblog. Und das war mein Unboxing, mein Video zur Dirty Dancing 30 Anniversary Edition mit dieser tollen Figur und einem tollen Mediabook von Dirty Dancing. So, ihr Lieben, ihr könnt euch selber entscheiden, ob ihr euch das jetzt kauft oder nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Haut rein. Bis dann, euer Andi von Andis Kinoblog. Tschüss!